Oh, das ist Messi. Oh mein Gott. Ohoho, Doppelpack. Komm, jetzt schick ihn. Boom, Hattrick. Ich muss auch seine Rückennummer ändern. Schreib mir mal, welche Nummer zu ihm passt. Wahrscheinlich die 11 oder so. Was hat der denn in Real Life? Muss ich mal gucken. 1, 2, 3 Goals habe ich gemacht. EA Sports. Delays in the game. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Hedge kommt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wie ihr im Hintergrund seht, ja, mein komplettes finales Road to Glory Team ist vollendet. Wir haben uns Team of the Year Messi geholt. Und damit sieht das Team eigentlich schon wirklich ziemlich gut aus. Also wirklich für ein Road to Glory Team ohne 1 Cent zu investieren. Ja, ist es sehr, sehr gut. Wir haben ihn für einen sehr, sehr guten Deal bekommen. 1,895 Millionen erboten. 16 Besitzer, aber ja, du wirst keinen frischen mehr bekommen. Und wenn wir jetzt auf den Markt gehen und gucken, sollte der schon, ja, wir sehen, oh ja, ist hier wieder einigermaßen günstiger dabei, aber trotzdem 280.000 über den Messi, den wir gekauft haben. Wenn wir ihn jetzt verkaufen würden, ja, würden wir, glaube ich, immer noch 180.000 plus machen. Ja, dasselbe wie bei Ronaldo. Wir haben ja für 3,2 Millionen geholt und momentan nicht unter 4 Millionen zu bekommen. Das heißt, wenn wir ihn verkaufen würden für 4 Millionen, hätten wir auch hier 600.000 plus gemacht. Aber es ist schon sehr nah am Ende von FIFA 18 und deswegen, ja, werde ich jetzt nichts mehr verkaufen. Das ist jetzt mein Team. Ja, es steht so. Ihr seht auch auf meine Bank 11.000 Münzen nur noch. Was habe ich verkauft, um die 1,9 Millionen noch zu bekommen? Modric haben wir gezogen. Dann ein paar Silberspieler bin ich durchgegangen. Gündogan habe ich verkauft. Und ja, wie gesagt, es sind einige Silberspieler für 7 bis, ja, paar tausend Münzen weggegangen. Alexandro noch verkauft. Mit denen habe ich auch, glaube ich, 500 plus Spiele gemacht. Fabinho. Ja, und dann ein paar Bronzespieler bin ich, wie gesagt, durchgegangen. Asensio verkauft. Und dann habe ich hier noch ein paar Bronzespieler drauf. Von den Ligen, wo es eine Liga SBC gibt. Und ja, das war's eigentlich. Team ist vollendet. Was ich noch machen könnte, wäre vielleicht einen besseren Torwart zu holen. Aber Testing ist eigentlich wirklich solide. Oder einen besseren Verteidiger. Aber da muss schon ein paar hunderttausend her. Also da muss ich was Gutes noch irgendwie ziehen. Auf der Bank haben wir dann jetzt Salah, Alessandrini, Del Piero und De Rossi. Theoretisch, ja, wenn es sein muss, kann ich zum Beispiel auch einen Kobayashi noch verkaufen. Den habe ich ja jetzt behalten. Einfach so, weil ja, der hat mir sehr gut gefallen, das Joker. Den könnte ich theoretisch auch für 85.000 notfalls verkaufen. Iniesta ist er hier auch erstmal auf der Bank. Und so steht mein Team. Wie stehe ich in der Weekend League? Nicht wirklich gut. Wir haben 4 Spiele, glaube ich, gemacht. Einmal schon verloren, das erste Spiel. War ein guter Gegner. Gameplay war, ja, so ein Gameplay, wo man sagen kann, das ist mal ein bisschen machtlos. Aber wie gesagt, es war ein guter Gegner. Kann man noch sagen, ey, ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung, dass ich ihn verloren habe. Dann 3 Gegner bekommen, die wirklich ein Schrottteam haben und nicht wirklich spielerisch gut sind. Also Matchmaking on point bei EA. Vielleicht lag es daran auch, weil ich das erste Spiel verloren habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Spiel 5 und 6 und schauen wir mal, wie Team of the Year Messi sich spielen lässt. Ich werde jetzt nicht unbedingt, ja, alles über ihn erzwingen, weil das wird mich natürlich in einen Nachteil bringen, wenn ich alles jetzt über ihn erzwingen möchte und ja, predictable bin und lesbar bin. Aber mal schauen, wie er sich natürlich in dieses Team einbringt. Dann würde ich sagen, let's go. So, Freunde, der erste Gegner für dieses Video. Schauen wir mal, was für ein Team er hat. Solide. Zwei Spieler out of position. Matthäus in der Innenverteidigung und Azpilicueta. Vielleicht sollte ich da ein bisschen flanken. Schauen wir mal. Ansonsten nicht schlecht das Team, aber auch nicht optimal. Schauen wir, was wir reisen können mit dem Team of the Year Messi. Yes, 1-0 Team of the Year Ronaldo. Let's go. Ah, starke Aktion vom Gegner, aber endlich auch mal eine gute Aktion von Ter Stegen. Komm auf Messi. Messi mit dem Tripling. Ohoho. Ah, schade, Mann. Aber krasses Tripling. Ihr seht, wie präzise man mit diesen Jungen dribbeln kann. Zu krass. Wow, amazing rausgespielt von mir, oder? Absolut krass. Absolut geil rausgespielt. Ja, ich sag hier nichts dazu, Freunde. Also das war... Ja, was soll ich machen? Das sind die Tore, die halt passieren. Und ja, moin. Ja, wie gesagt, ja,
Ich weiß nicht, warum ich so struggle. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins nächste Match. Let's go. So, Freunde, mit neuer positive Energie und Einstellung gehen wir hier ins nächste Match und oha, was kriegen wir hier für einen Gegner zugeteilt? Sturm, solide, stark, aber der Rest, ja, müssen wir auf jeden Fall auseinandernehmen, Freunde. Wie gesagt, tut mir leid nochmal für das leichte Rage im letzten Spiel, aber ja, ihr kennt mich ja. Wenn das Gameplay nicht so mitspielt, wie ich es möchte, dann ja, bin ich leicht salty. Ja, ich versuche hier in diesem Video natürlich jetzt positiv zu bleiben und gibt es auch keine Ausreden. Egal was für ein Gameplay es ist, den muss ich schlagen. Come on. Wow, ich dachte, der dippt nochmal, aber der ging einfach straight rüber. Messi, das kannst du besser. Da kann man mal auch reinflanken mit Messi. Guter linker Fuß. Alter. Also ja, was soll ich sagen? Amazing sind die Tore, die ich euch in diesem Video zeige, nicht. Ja. Und ja, auch bis jetzt kein Messi-Tor. Und ja, wie gesagt, ich erzwinge das jetzt nicht wirklich. Ich brauche die Tore erstmal, um safe hier voranzuspielen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, das kann Team of the Year Messi auf den Tisch bringen. Zweite Ding von Lionel. Und da kommt wahrscheinlich jetzt der Rage Crit. Oder auch nicht. Doch. Hier haben wir einen Rage Crit. Ja, kurzes und knappes Spiel. Aber denke ich, ja, solide gewonnen gegen so ein Team. Ja, was soll ich da, gibt's nichts zum Angeben. Aber ich sage, machen wir auf jeden Fall noch ein drittes Spiel für dieses Match. Let's go. So, Freunde, der letzte Gegner für dieses Video hat ein besseres Team. Natürlich nicht so stark wie meins, aber sind sehr starke Spieler dabei. Team of Season Suarez, Futi Luzano, normaler Messi, Pires haben wir, den haben wir länger mal nicht gesehen. Zumindest ich habe ihn länger nicht gesehen. Wir haben, ja, Team of Season Ramos noch gesehen. Also, da müssen wir uns auf jeden Fall wieder konzentrieren. Let's go! Nein, bitte! Alter, ey, wirklich, ey! Let's go, Freunde, let's go, come on! 1-1. Game on, man! Game fucking on, mein Freund! Let's go! Let's go, meine Freunde! Ja, nein, endlich! Auch mal in diesem Video mit einer guten Aktion. Ich meine, das ist eine Stärke, ja? Schießen klappt immer bei ihm, ja? Auch wenn nichts klappt. Let's go. Wieder nicht Messi beteiligt, aber ich habe gesagt, ist es Teamgame, Teamspiel, ja. Da geht's nicht drum. Ja, wenn er sich natürlich hier frei läuft, dann spiele ich natürlich auf Messi. Aber so, warum soll ich das erzwingen, wenn ich hier ein drittes Ding machen kann und safe auf Sieg spielen kann? Come on, man. Alter. Lol, ich wusste, dass er nach innen zieht, aber was soll man machen, wenn ein Spieler wirklich nicht sich kontrollieren lässt? Let's go, Lozano wieder mit einem Doppelpack. Puh. Wieder zwei Tore Vorsprung, sollten wir nicht hergeben, sollten wir auf jeden Fall nicht hergeben. Come on, Messi. Den! Oh, come on, Messi! Jetzt aber Messi. Oh mein Gott, sein scheiß Fuß straight, Mann. De Rea, please. It's enough mit deinem Fuß straight. Digga, ich schwör, gegen De Rea ist einfach Flachschüsse von Messi. Das ist wirklich, das ist Kryptonit, Alter. De Rea ist Kryptonit gegen Messi. Hundertprozentig, Alter. Wenigstens noch eine Vorlage von Team of the Year Messi auf Lozano, der sein ja, Dreierpack, glaube ich, jetzt geschnürt hat mit diesem Tor. Schönes Ding.
War nicht einfach zu nehmen, ne? War Volley. Schön. Muss man sagen, einfach, ja. Schöne Flanke hier. Zack. Seitenwechsel. Boom. Ja, und damit haben wir das Spiel gewonnen, Freunde. Also, ja, da sieht man, Freunde. Vielleicht ist der das Kryptonit gegen Messi. Weil, ja. Kein einziger Schuss ging da rein. Aber ist in Ordnung, Freunde. Wir holen damit unseren. Ja, sechsten Sieg und ich glaube, mit der Statistik kann man sagen, ey, verdient, holen wir den sechsten Sieg hier rein. So, Freunde, zwei Wochenaufgaben haben wir noch geschafft, die Packs machen wir noch auf, würde ich mal sagen. Man kann noch abholen, zack, zack, ein Objekt kriegt man dafür, ah, nur ein Shadow, dann haben wir nur ein Zwei-Spieler-Set, das machen wir gleich noch auf und, ja, schreibt mir mal in den Kommentarbereich, wie findet ihr das Team? Das finale Road to Glory Team, ich finde es sehr, sehr nice. Ja, Messi hat sich gut geschlagen, Freunde. Und ja, am Ende, manche Spieler haben vielleicht ein bisschen über ihn gezwungen, die Bälle zu spielen. Und ja, trotzdem, ja. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal ja, in den kommenden Videos berichten, wie er ist. Ich weiß nicht, ob ich alle 40 Spiele dieses Wochenende schaffe. Ich glaube, ich habe jetzt 7 Spiele gemacht. Ist es Samstagnachmittags? Ich weiß nicht. Weil gleich kommt auf jeden Fall auch noch in ein paar Stunden das. Ja, Main Event, KSI gegen Logan Paul. Ich habe auf KSI gewettet, ja. Ein 20, ja. Mein Bruder, mach es. Der ist sogar ein Underdog, ein leichter Underdog zu Logan Paul. Und ja, ihr wisst, jeder kennt KSI. Er ist der Gründer, ja, von FIFA YouTube, muss man fast sagen. Ja, der erste große FIFA YouTuber. Und ja, muss man natürlich supporten. Dann würde ich sagen, machen wir das Pack noch auf. Und dann beenden wir das Video. Hoffe, das hat euch gefallen, auch wenn es, sag ich mal, jetzt nicht alles über Team of the Year Messi gelaufen ist. Aber so kann man halt nicht immer spielen, wenn das, ja, das Gameplay nicht optimal ist. Aber ich denke, ihr habt schon gesehen, was er drauf hat. Also, was ich schon mal sagen kann, Freunde, Dribbling gibt es einfach wirklich keinen besseren in diesem Spiel. Wenn du nicht mit ihm dribbeln kannst, dann mit niemandem, weil mit dem kannst du echt pinpoint genau dich bewegen. Linker Fuß normalerweise richtig brutal. Flanken ist normalerweise gut oder passen. Also, ja, sieht auf jeden Fall auch von optischen her sehr nice aus, dieses Team, meiner Meinung nach, ja. Zwei rote Karten, einige Icons, einige Team of Season Spieler und einige Team of the Year Spieler. Also richtig nice, Freunde, und ja, mal gucken, ob wir vielleicht noch ein Torwart upgraden können. Ter Stegen ist solide, aber ich glaube, es gibt in diesem Spiel einfach auch nur einen guten Torhüter und das ist der Rea. Ob wir nochmal eine Special-Version von ihm bekommen, schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Casey ist raus. Ciao.